Die PHVK ist die periphere arterielle Verschlusskrankheit. Das heißt, es handelt sich um Erkrankungen der Gefäße an den Beinen oder auch Armen. Das muss man hinzufügen. Bemerken tut der Patient dies meist aber in den Beinen. Schauen muss man, in welchem Stadium sich der Patient befindet. Das kann asymptomatisch sein, das kann mit einer Gehstreckenreduzierung sein, aber auch mit Ruheschmerzen und Gewebsuntergang. Hiernach muss dann entsprechend dringlich eine Therapie eingeleitet werden. Allem voran muss man schauen, ob der Patient medikamentös abgedeckt ist. Diese Patienten haben in aller Regel einen hohen Blutdruck, einen hohen Cholesterinwert und sie rauchen. Also die Lebensstiländerung ist etwas sehr Wichtiges. Und wenn man eine Gehstreckenreduzierung hat, hilft meist auch das Absetzen also der Zigarette und ein effizientes Gehtraining.